Hey Leute, warum denn so mürrisch? Es wird doch alles schön und happy und super. Denn wir gehen jetzt in dieses Level hinein, weil wir nichts besser zu tun haben. Warum so mürrisch heißt es? Es befindet sich im Ozean der Opportunitäten, also zumindest daneben. Und ja, ich bin auch gerade ziemlich daneben. Die Frage ist, kann ich da hoch? Weil da ist ja so, ne? Wisst ihr, geht ja so hoch. Aber kann ich anscheinend nicht. Und wir sind wieder unter Wasser. Yay, wie toll. Stirb. Stirb. Mit dreifachem Ü. Hoch her. Und hinauf dort. Oh Gott! Leute! Das ist das Gegenteil von Freundlichkeit. Man könnte auch sagen Unfreundlichkeit. Oh Gott! Oh mein Gott! Wow, das war knapp. War es knapp? Es war nicht wirklich knapp. Scheiße. Wieso gucke ich dauernd weg und gucke dann hin und sehe dann so einen rosanen, bösbubigen Ball? Der Ballfisch, der hat doch einen Ball, dieser Fisch, der mich da umtötern möchte. Und die Musik geht gerade voll ab. Das Orchester unter Wasser kann anscheinend relativ gut spielen, trotz der Strömungen. Und Schlömungen und Kömungen und Kömungen. Komm, ich komme an dich dran. Ich muss jetzt die Klimax dieses Liedes in meinem Kommentar aufgreifen. Oh Gott. Okay, das reicht uns erstmal, oder? Wir holen die beiden Lümmels da noch. Da ist ein Teufelsfisch, den wir töten mit seinem finsteren Dreizack. Hier dasselbe. Interessant, dass der finstere Dreizack so ziemlich das hellste an diesen Fischen ist. Nein! Ich fühle mich wie Ariel. Der Meerjungmann. Okay. Danke für die... So, vielen Dank für die Lumen. Vielen Dank für die Lumenlines. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Komm schon. Okay, durch, durch, durch. Einfach nur durch. Ignoriere alles. Wir möchten einfach nur so viel Lümmels wie möglich in der Zeit haben, in der dieses komische Bällchen seine Musik abspielt. Danke für deinen Tod. Oh Gott. Ich glaube, du findest wenige Menschen, die sich so freundlich bei anderen für ihren eigenen Tod bedanken. Da fliegen ein paar Ballfischleins. Wie eben noch. Nur halt jetzt. Das ist der Unterschied. Scha. Wow. Oh. Oh. Oma. Du. Was hat denn Oma damit wieder zu tun? Okay. Es ist ziemlich schwer, hier der Strömung zu trotzen. Ihr entgegenzuwirken. Oh Gott. War das knapp. Ich will eigentlich gar nicht noch 10.000 Unterwasserlevel spielen, aber ich muss wohl. Nein, was passiert denn hinten? Hey, da waren Lümmels. Menno. Das ist voll unfair und so. Gott. Boah! Nein, das wäre so toll gewesen. Ah, mal wieder ein Endgegnerlein. Oh weh. Ja, das anders kann man da nicht mehr sagen. Einfach nur noch oh weh. Ah, ich muss einfach nur unter ihn gelangen. Die Stelle eben war natürlich eine ziemlich empfehlenswerte Stelle für diesen Zweck. Allerdings könnte es auch so funktionieren. Sonst wären da nicht... es ist schwer zu unterscheiden zwischen den beiden, die jetzt im Hintergrund sind. Und zwischen denen... die jetzt im Vordergrund sind. Während man gleichzeitig gegen die Strömung ankämpfen muss, während man gleichzeitig dies und jenes und dann bumm und blub, kriegt er doch noch einen Bosskampf-Ausraster mit. Ja, was denn sonst? Das ist eine gute Frage eigentlich. Oh! Hahaha! Weiß er doch überhaupt nicht, dass ich nicht dort bin. Oh Gott. In einer perfekten Welt würde er sich jetzt hier ein bisschen drehen. Oh, schon durch! Nein! Verdammt.
Schwimm einfach durch. Ignoriere die Lümmels. Schwimm durch, sonst geht das hier nicht. Okay, danke. Und rein da. Auf Wiedersehen. Sind die Lümmels noch da? Nein. Die sind wohl denen vorbehalten, die sich da diesen kranken Scheiß antun. Jetzt muss ich ja gegen die... Ah, ich kann einfach gedrückt halten, dann bin ich viel schneller. Okay. Okay. Ich akzeptiere ja, dass ich ein Dummbatz war. Oh, über Wasser. Danke. Danke. Mehr kann ich da nicht sagen. Ist dumm als Let's Player, wenn man nicht mehr als Danke sagen kann. Da macht man nachher mehr Abo-Specials als sonstige Videos. Aber wie auch sei, geil! Das war eigentlich fast schon nicht ganz so schlecht. Wiedersehen? Warte mal, da ist doch so ein Löchelchen im Boden. Hier verstecken sich normalerweise kleine, süße Elektuns. Aber dieses Mal nur eine Medaille. Was heißt nur eine Medaille? Ich glaube, ich bin ein bisschen zu übersättigt mit Preisen, mit denen man mich hier überhäuft. Ja? Eine Medaille ist sinnvoll und wertvoll. Oh Gott, jetzt fängt die Scary-Musik wieder an. Und sie ist durchaus schreckenswähnend. Oh Gott! Es war so klar. Ich hasse die Scary-Musik, weil immer wenn die kommt, werde ich voll fertig gemacht und so. So geht das. Papi! War ja klar, es nicht so einfach war, wie es aussieht. Scheiße. Papi. Den kann man nicht ausweichen. Das ist ein kleines Problem. Warte, den kann ich töten noch, bevor er mich überhaupt erreicht. Aber die sind ja unendlich lang. Wisst ihr? Ah, ich muss sie austricksen. Ich muss sie voll lang machen und so. Ja, und dann sind sie halt unsterblich. Was soll das denn? So, den mache ich. Den töte ich jetzt, bevor er angreifen kann. Ja, und ich bin tot. Weil man wieder dieses Teil noch zugeschnappt hat, während es eigentlich schon längst hätte tot sein müssen. Auf Wiedersehen. Geht doch. Nee, Mann. Sie schnappen dann nochmal zu, wisst ihr? Obwohl sie halt tot sind. Das ist, als würde ich irgendwo sitzen, sterben, aber weiter essen. Und dann wäre plötzlich eine Medaille und da wäre so ein Elektron-Zeichen drauf. Und dann mache ich plötzlich komische Bewegungen. Ich habe das Gefühl, ich bin hier leicht falsch, ne? Wieso haben die mich jetzt bis hier hinten hin zurückgesetzt? Keine Ahnung. Oh Gott. Es regt mich auf. Es regt mich auf. Diese ganzen Unterwasserlevel sind doch nicht mehr ganz bei Trost. Wer auch immer Trost ist. Danke. Okay. Ich habe mich schon wieder dafür bedankt, dass ein Gegner stirbt. Langsam wird es strange. Oh Gott. Oh Gott. Benehmt euch. Benemo! Ja, dem konnte ich jetzt auch voll gut ausweichen. Oh Gott, jetzt. Och nö! Och nö! Och nö!
Boah, es ging doch noch. Sorry, aber ich muss mich gerade konzentrieren. Und so. Ah, ich habe die Raketen. War aber die letzte. Wow. Komme ich jetzt endlich wieder über Wasser? Na, immerhin das Levelende, aber immer noch nicht über Wasser. Ich hasse Unterwasser-Level. Ich hasse sie abgrundtief. Tief ist gut, ja. Abgrund eigentlich auch. Ich habe gerade gar nicht mehr gesehen, wo ich eigentlich bin. An den können wir am einfachsten eigentlich hier unten rüber ran. Dasselbe gilt auch für die ganzen anderen eigentlich. Darf man hoch? Ja, danke. Oh, komm. Oh, nö. Wäre er steuerbar, wäre es nochmal eine ganz andere Geschichte. So. Auf Wiedersehen. Oh Mann, es ist... Hätten sie nicht irgendwas anderes machen können als Unterwasserlevel? Ich weiß schon, warum ich die mir instinktiv bis zum Schluss aufgespart habe. Weil ich einfach wusste, wenn die letzte Folge von niemandem mehr geguckt wird, ist das egal. Ja, natürlich. 17 haben mir gefehlt. 17. Ja, und selbst im Ladebildschirm ist jetzt Wasser. Selbst da ist Wasser. Was? Was zur Hölle? Kitzlige Kirschen, willst du mich verarschen? Hier ist Wasser, unter Wasser, Duell hier, unter Wasser, 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 überall nur Wasser, was soll das? Was soll das? Habe ich dieses Spiel gekauft, um Wasser zu haben? Dafür kauft man sich eine Toilette oder so, aber doch kein Spiel. Ja, Leute trinken auch aus der Toilette. Boah, bei manchen wäre ich mir gar nicht so unsicher diesbezüglich. Sogar Moskitoflug unter Wasser. Der lässt sich unter Wasser zumindest so steuern wie über Wasser. Und zwar nach dem Konzept, wenn ich irgendwo hindrücke, dann fliege ich auch dahin. Das ist ein ziemlich gutes Konzept. Also, man kann da natürlich gegen wettern und... Aber es hat sich halt bewährt, dieses Prinzip. Dass man halt sich dorthin bewegt, wo man auf den Controller draufdrückt. Es ist auch Mainstream, ja? Das will ich gar nicht abstreiten. Ja, okay. Ich schieße halt drauf, aber es passiert halt nichts. Aber manchmal dann doch. Oh. Ja, und wer tot? Manchmal habe ich das Gefühl, die wollen, dass ich sterbe. So ganz kann ich denen das mit dem versehentlich und das tut uns leid, wir bitten um euer Verständnis. So ganz kann ich denen das nicht mehr abkaufen. Weil so eine Quallenfarm hier zu installieren, die mich tötet, das macht man nicht mal eben aus Versehen. Und ein Häuslein im Hintergrundchen. Hintergrundchen. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Da 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 da. Diese Quallen kann man gar nicht alle töten, doch habe ich ja gerade gemacht. Egal. Okay. Oh mein Gott, was? Wo? Oh! Was passiert hier? Hä? Was geht denn hier ab? Ja, was soll ich machen? Was soll ich... Ach so. Ah, cool, dass sie das auch wieder reinbringen eigentlich. Ich muss anscheinend hier in der Helligkeit bleiben, damit mich diese Händchen nicht töten. Ah, ich muss Helligkeit immer aufsammeln. Sozusagen. Hier, kommt her. Kommt her, Glühwürmchens. Ich finde das cool. Ganz ehrlich, ich finde das ziemlich cool. Okay. Da wieder ein Herz. Ein Herz. Ich mag Herzen. Hab da... Ja, das ist halt so. Oh Mann, letzte Qualle, stirb. Okay.
Nur an diesen hier vorbei. Oh, oh, oh. Oh, Leute. Ja, natürlich. Rollende Felsen, die dann auch noch Stacheln ausbreiten. Ihr habt versucht, so viele nervige Sachen wie möglich zusammenzuhauern. Aua. Das hat wehgetan. Sterborn und so. Okay, okay, Sterbot. Okay, okay, bleibt am Leben. Ich sollte eigentlich gar nicht mehr auf die Lümmels achten. Weil das hier ohnehin nur noch... Das ist doch eine Farce. Danke. Na, ich habe immerhin 120. Das ist gar nicht so wenig, wie es sich... Das ist gar nicht so wenig, wie es ist, glaube ich. Oh! Okay, okay, jetzt kommen diese komischen Stachelsteine. Stachelschweinesteine, Leine, keine. Oh Gott, ich bin so dumm! Ich habe den Fisch mit der Laterne getötet und dann hatte der natürlich kein Licht mehr für mich und jetzt bin ich wieder tot am selben Felsen wie vorher. Ich hatte in diesem Spiel wahrscheinlich mehr Unterwasser-Level als jeder andere. Einfach deshalb, weil ich jeden fünfmal gespielt habe. Sowohl vom Spiel aus gesehen, als auch von mir aus gesehen. Okay, okay, okay. Runter. Zweite Leine weg. Ich habe mir voll die Fischleine gezogen. Okay. Sterbt, ihr Quallen! Scheiße, scheiße. La la la. Jetzt darf ich nicht aus diesem Feld hier raus, werde aber gleichzeitig mit diesen Steins beworfen. Das ist doch alles nicht fair. Menno. Oh, ich bin über den Stein hinaus. Über den, bei dem ich normal sterb. Oh Gott, was soll ich denn... La 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 la. Und es wird wieder hell und ich bin voll happy darüber und so. Oh mein Gott. Okay. Oh! Jungs! Wer hat denn den ganzen Dreck hier ins Wasser geworfen? Eigentlich! Konnte man nicht irgendwie mit den Analogsticks unter Wasser besser steuern oder... Ne, ich habe das richtig in Erinnerung, glaube ich. Steuert sich irgendwie besser. Vielleicht überlebe ich dann ja mal. So als kurze... Ja, ich weiß, das ist eine Veränderung und ihr mögt Veränderungen nicht, aber es könnte ja sein, dass ich überlebe und... Wäre auch mal ganz cool, das auszutesten, oder? Wie das so ist, wie sich das so anfühlt. Oh mein! La 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 la. Hier stürzt gerade alles ein. Oh nein. Oh bitte sag mir, dass jetzt runtergeht von dem Moskito. Danke. La 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 la. Könnte hier drunter etwas sein? Nein, hier drunter ist nichts. Das finde ich voll schade. Aber dafür steht hier drauf etwas und das finde ich ganz cool. La 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 la. Wie viele Lümmels hatte ich? Und jetzt kommt wieder die Zellsequenz. Die geht mir mittlerweile so tierisch auf den Sack, weil es ist immer dasselbe. Aber immerhin habe ich 300, sogar 304. Ausnahmsweise mal knapp drüber. Yay.
300! Da-da. Und flieg einfach über das Wasser. Es geht nicht. Wäre auch zu schön, wenn das möglich wäre. Vorsicht vor Minimoränen. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie Minimoränen aussehen und so. Alles klar. Das fängt ja schon mal freundlich. Oh Gott, was zur Hölle? Was zur Hölle passiert hier? Leute, ich verstehe es nicht. Was ist denn da los? Ich meine, habt ihr jemals so viele Fische auf einem Bildschirm gesehen? Oh Gott. Und irgendwie blubbern diese Pflanzen zwar, aber sie geben nur manchmal Lungs, manchmal auch nicht. Was wundere ich mich da? Ja, und jetzt. So, warum blubbert ihm? Gibt mir aber. Oh, danke, das Herz kann ich gut gebrauchen. Nee, ich bin doch sowieso tot, sobald mich dieses Teil da hinten berührt. Dieser Schwarm. Oh. Und tot. Einfach geradeaus durch. Es lohnt sich gar nicht mehr hoch zu schwimmen eigentlich. Es geht ja doch schneller nach unten, als mir lieb ist. Die folgt mir wahrscheinlich jetzt auch durch die Levelgrenze. Ja, natürlich tut sie das. Ich komme nicht an die Medaille. Egal. Ich komme schon noch dran, aber ja, jetzt nicht mehr. Ich wäre dann auch nicht mehr zurückgekommen, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ich liebe dieses Lied. Es ist so sorgenfrei. So beruhigend. Und da wollte mich der doch gerade einsaugen. Oder schräg auch, weiß nicht. Ja. Ist schon ziemlich schräg alles hier. Danke fürs Herz. Okay, jetzt keine Risiken eingehen. Ich habe genug Risiken. Hallo Onyx. Ja, natürlich, Schwertfischleins. Die gab's auch in Rayman 1, ne? Aber ich hab sie nicht mehr ganz in Erinnerung gerade. Oh Mann. Nein, Qualz! Nein! Oh mein! Nein! 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 Oh Scheiße! Ja, er schnappt gleich zu und dann bin ich sowieso. Es regt nur noch auf, ja. Es regt nur noch auf. Ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie sehr es einfach nur noch aufregt. Das ist doch ein Betrug. Das ist. Das ist doch nicht dein Ernst. Das muss ich mir merken. Ja, okay, schön. Man müsste mal ausrechnen, wie lange ich es überlebe, wenn ich einen neuen Bildschirm betreten habe. Dort mich zu befinden, einfach nur. Dass ich Probleme mit der Befindlichkeit habe, ist ja klar. Oh, das ist doch Betrug. Komm. Komm, sei freundlich. Sei freundlich, Evo. Boah, danke. Es.
Es tut mir fast schon fast ein bisschen kleines Leid. Da ist. Hä? Es tut mir fast schon leid. Mir sollte es auch. Es tut mir fast schon leid, dass ich hier so durchsprinte, aber ihr könnt das vielleicht verstehen. Ich hasse einfach abgrundtief, ja, Unterwasserlevel. Ich will hier nicht mehr sein. Ich habe genug Unterwasserlevel in diesem Spiel gar. Ja, klar. Okay, komm. Komm, ich komm da durch. Oh Gott, hoch. Wow. Ich habe genug Unterwasserlevel gehabt und will einfach nur noch diese letzte Welt betreten. In der Hoffnung, dass sie nicht unter Wasser ist, denn das wäre sehr schade. Oh Gott, wir haben gleich wahrscheinlich noch einen Bosskampf und der ist dann auch unter Wasser. Wisst ihr? 65 von 100, scheiße. Ich glaube, ich hatte noch nie so wenige Lümmels, oder? Yay. Ja, schön, dass du so viel zu sagen hast. Muräne aus der Tiefe. Migräne aus der Tiefe. Och nö, muss ich jetzt wirklich in dies Wasser mich träufeln? Oh! Da, 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 da. Da sind ganz viele Lümmels und ich hol mir all die Lümmels sofort. Bum, bum, bum. Ich bin am Ende. Ich bin wirklich am Ende. Nicht nur mit dem Spiel, sondern auch mit den Nerven in vielerlei Hinsicht einfach nur. Okay, das mit dem Schwierigkeitsgrad habt ihr hinbekommen. Herzlichen Glückwunsch. Auch den konntet ihr aufrechterhalten. Alter, irgendwas Böses ist hinter mir. Es ist Böses im Busch. Alter. Alter Falter. Ich werde nicht zurückschwimmen, um mir die Lümmels da zu holen. Was ist das denn? Nein, ich bin tot. Das ist unfair. Den ganzen Weg da... Ich bin sowas von am Ende. Ihr könnt euch das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ja, also abgesehen davon, einfach durch hier. Einfach Lunteldolt. Yay. Hinauf. Boah, was zur... Was zur? Was zur? Nein, was zur? Wenn ich jetzt... Oh, nö! Ich habe langsam keinen Bock mehr. Immer wenn ich sterbe, muss ich ganz vom Anfang anfangen. Das heißt, ein einzelner Fehler und ich darf... Was weiß ich, wie viele Stunden das sind, nachholen. Wahrscheinlich 0,1 oder so. So, könntest du jetzt bitte runter. Ja, das ist doch zeitlich gar nicht möglich. Okay, alles mit der Ruhe angehen. Lass dich nicht so außer Puste bringen, Marco. Marco mit dreifachem Ö übrigens. Ganz abgesehen davon sollten wir jetzt. Ich glaube, der Fehler war möglicherweise eben, dass ich so viel gespringert habe.
weiß! Okay, ganz ruhig. Wie meine Augen gerade wahrscheinlich aus der Augenhöhle hervorgetreten sind, meine Zähne wurden ganz spitz plötzlich. Der alles um mich herum rot. Ganz ruhig. Einfach unten bleiben. Und jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, am besten nicht existieren, dann ist die Chance, dass du stirbst, nur bei 99,9. 0,9 hinter einem Prozentzeichen, ja. Warum probiere ich das eigentlich? Ich weiß ja, was gleich passieren wird. Hab mich selbst gespoilert. Da stand drin, ey, du wirst sterben, Alter. Und da wusste ich, oh, ich werde sterben, Alter. Okay, kann ich hoch? Danke. Jetzt kommt hier dieser Kack. Okay, schwimme einfach. Wenn ich jetzt sterbe, fange ich vom Anfang an an. Ach, und dann in den Bosskampf. Und ich fange von Anfang... Das ist nicht fair. Gottverdammte Kacke. Was zur Hölle? Nein! Es ist so typisch. Es ist einfach nur so typisch. Okay, wir fangen zumindest mal nicht beim Anfang an. Das ist fast toll, würde ich sagen. Wenn es nicht so scheiße wäre. Und wir schauen uns ein bisschen das Seemonster an. In... Schau! Okay, ganz ruhig. Woohoo! Wie viele von den Teilen hält es aus? 5000? 10.000? Wer bietet mehr? Ja. Wäre ziemlich cool, wenn du eine verwundbare... Scheiße. Wenn du eine... Nein! Nein! Wenn du eine verwundbare Stelle hättest. Okay, okay. Danke. Ich hätte mich nicht zu früh bedanken sollen. Oh, jetzt. Okay, noch eins. Nein. Oh mein... Woo! Yay! Reimann hat es geschafft, den bösen See-Monsterlein zu töten und es ist jetzt ein süßes Würmchen. Du hast mich gerettet. Ich würde den ganzen Bossen am liebsten einfach mal auf die Fresse schlagen, um ehrlich zu sein. 58 Punkte von insgesamt 100 sinnvollen. Ja, das ist nicht so toll. Da fehlen ja eigentlich nur ein paar. Aber was soll's. Zurück zur Lichtung der Bäume. Ich würde sagen, das war es für dieses Mal mit dem schaurigen Schlund. 147 Limits. Launische Wolken, da können wir jetzt hoffentlich rein. Sehen wir in der nächsten Folge. Ciao.